In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man einen Ausgleichsvorgang oder einen Schaltvorgang im Zeitbereich in einem Netzwerksimulator wie ATSPICE simuliert. Dazu soll mal das hier gezeigte Schaltbild dienen. Bevor man jetzt anfängt, dies im Netzwerksimulator nachzubauen, ist es gut, sich erstmal wieder von Hand zu überlegen, was hier passiert. Im Moment, wo der Schalter hier so geschlossen wird, fängt die Quelle an, den Kondensator aufzuladen und es fließt hier in dieser Richtung ein Strom in dieser Masche. Jetzt müsste man für diese Masche den Maschensatz aufstellen, dann kann man daraus eine Differentialgleichung formen, diese Differentialgleichung lösen und kommt dann darauf, dass die Spannung beim Laden der normalen Aufladekurve eines Kondensators über einen Widerstand entspricht und die lässt sich durch diese E-Funktion beschreiben, oder durch diese Funktion, in der eine E-Funktion auftaucht. Und der Kondensator wird dann eben nach gewisser Zeit auf die Spannung dieser Quelle aufgeladen. Diese Zeitkonstante, die dabei auftaucht, lässt sich berechnen aus dem Ladewiderstand mal die Kapazität. Und der Ladewiderstand, kann man hier drüben sehen, sind 0,8 Megaohm. Das Ganze multipliziert mit der Kapazität von 10 Mikrofarad und dann das Mega und das Mikro hebt sich genau gegenseitig auf. Farad sind Ampere Sekunde pro Volt. Dann kürze ich die Ampere und Volt mit den Volt und Ampere aus dem Ohm und es bleiben Sekunde über, was ja für eine Zeitkonstante auch gut ist. Und dann sind 0,8 mal 10 sind 8 Sekunden. Ja, und dann kann man diese Zeitfunktion hier oben zeichnen. Dann ist das eine Funktion, die sich asymptotisch an die Spannung dieser Quelle annähert, also an diese 500 Volt, das ist das UC von T. Und es sieht dann eben so aus, dass das zunächst mal wie eine lineare Funktion ansteigt und sich dann eben exponentiell und asymptotisch dieser Spannung hier annähert. Und da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da ist genau eine solche Zeitkonstante, also genau 8 Sekunden rum. Ja, und dann wären hier eben zwei Zeitkonstanten und drei Zeitkonstanten auf dieser Zeitachse. Und dann kann man sehen, dass nach 3 oder 5 oder sagen wir spätestens 10 von diesen Zeitkonstanten dieser Aufladevorgang vollständig abgeschlossen ist. Jetzt ist hier noch in der Aufgabe gefragt, wie groß ist die maximale Ladestromstärke, also der größte Strom, der hier fließt. Der größte Strom ist natürlich gleich am Anfang, wenn man diesen Schalter zumacht. Dann gibt es ja noch keine Spannung über den Kondensator, dann muss die gesamte Quellspannung über diesen Ladewiderstand abfallen und dann ist der maximale Ladestrom entspricht dann eben der Quellspannung durch diesen Ladewiderstand und das sind 500 Volt durch die 0,8 Megaohm und da kommt man dann auf 625 Mikroampere als Strom. Also der Ladestrom ist vergleichsweise gering, das ist ja der maximale, danach sinkt dieser Strom eben ab. Also die Quelle hier muss nur ganz wenig Strom liefern können, dafür dauert das Aufladen eben aber sehr lange, also 3 bis 5 Mal so lang wie diese 8 Sekunden sind, also sagen wir mal insgesamt 40 Sekunden. So, am Ende des Ladevorgangs ist der Kondensator hier auf die Quellspannung aufgeladen und dann kann man den Schalter umlegen. Da muss die Spannung an dem Kondensator in diesem Schaltvorgang natürlich konstant bleiben. Es ist Energie drin gespeichert in dem elektrischen Feld des Kondensators und die Energie kann nicht einfach verloren gehen. Das heißt, die Spannung bleibt konstant. Und dann entlädt sich dieser Kondensator, dann fließt der Strom auf einmal in die andere Richtung. Der Kondensator wirkt wie eine Quelle, fließt hier lang, fließt hier runter und schließt sich hier wieder zum Kondensator und dann fließt ein Strom in dieser Masche hier. Jetzt müsste man eben für diese Masche den Maschensatz aufschreiben, wieder die Differentialgleichung dazu lösen und kommt dann eben darauf, dass diese Differentialgleichung dann wieder UQ ist. Nehmen wir mal an, dass der Kondensator eben wirklich vollständig auf diese Quellspannung UQ aufgeladen wurde. Und dann mal E hoch minus T durch Tau, also einfach eine abfallende E-Funktion. Und das Tau hier ist aber ein anderes Tau. Das ist das Tau für den
Entladevorgang ergibt sich aus dem Entladewiderstand mal der Kapazität. Der Entladewiderstand sind 0,5 Ohm. Die Kapazität sind natürlich immer noch 10 Mikrofarad. Und Ohm und Farad ergeben zusammen wieder Sekunden. 0,5 mal 10 sind 5 und dann kommen da 5 Mikrosekunden raus. Also der Entladevorgang geht sehr, sehr, sehr schnell, weil dieser Entladewiderstand eben sehr klein ist. Jetzt kann man sich noch überlegen, wie sieht diese Funktion aus. Die fängt hier vorne bei UQ an, also ebenfalls auch bei dem 500 Volt und fällt dann einfach exponentiell ab und nähert sich asymptotisch der Null an. Und wieder da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da ist genau eine Zeitkonstante vorbei und dann werden hier zwei Zeitkonstanten und drei Zeitkonstanten und vier Zeitkonstanten. Und dann sieht man, dass halt nach 3 bis 4 bis 5 Zeitkonstanten dieser Entladevorgang auch abgeschlossen ist. Jetzt ist hier auch noch die Frage, wie groß ist die maximale Entladestromstärke, also der maximale rote Strom, der hier in dieser Masche fließt. Da kann man sich überlegen, der ist natürlich auch genau im Schaltmoment wieder am größten oder kurz nach dem Umschalten, weil dann ist ja die Spannung an dem Kondensator noch am größten und dann ist auch die Spannung an dem Widerstand am größten und damit auch der Strom durch den Widerstand am größten. Und die maximale Entladestromstärke ist dann auch wieder die Spannung, auf die der Kondensator aufgeladen war. Das ist die Quellspannung durch den Entladewiderstand. Und das sind 500 Volt durch 0,5 Ohm. Volt durch Ohm ergibt wieder Ampere und dann die Zahlenrechnung ergibt 1000. Also beim Entladen fließt ein sehr, sehr, sehr großer Strom, aber eben nur für sehr, sehr, sehr kurze Zeit. Jetzt kann man hergehen und kann das Ganze in LTSpice simulieren. Dazu brauchen wir erstmal eine neue Schematik und brauchen erstmal eine Quelle, die finden wir unter Component und Voltage und brauchen einen Widerstand. Den findet man hier unter Resistor und ich drehe den jetzt mit Steuerung R so, dass die Beschriftung oben ist. Das heißt dann, dass der Strom am Ende von links nach rechts durch diesen Widerstand durchfließt. Und wir brauchen als nächstes noch die Kapazität. Die können wir jetzt so hinbauen. Ja, und jetzt könnte man sich fragen, was ist hier mit diesem Schalter? Jetzt kann man mal schauen in dem LTSpice unter Component. Es gibt hier tatsächlich Schalter, die findet man unter SW. Einen spannungsgesteuerten Schalter, aber das ist nur ein einfacher Schalter, das ist kein so ein Umschalter. Jetzt könnte man sich natürlich aus zwei solchen Schaltern solchen Umschalter hier bauen, also indem man halt einen Schalter nimmt, der aufgeht und einen anderen Schalter nimmt, der zugeht. Das verkompliziert die Sache aber ungemein und es ist auch nicht unbedingt schlau, das so zu tun, weil, wenn man mal schaut, der Entladevorgang ist ja viel, viel schneller als der Aufladevorgang. Also das passiert mit unterschiedlichen Zeitkonstanten. Dafür brauchen wir am Ende auch unterschiedliche Zeitschritte in der Simulation. Deswegen ist es schlau, in der Simulation einfach, in der LTSpice-Simulation, das Laden und das Entladen voneinander zu trennen. Also gucken wir uns erstmal nur das Laden an, verbinden die Sachen miteinander. Wenn man jetzt schon mal ein bisschen in LTSpice simuliert hat, weiß man, dass wir natürlich auch noch eine Masse brauchen. Die Masse schließt sich jetzt so an, dass die hier unten einfach an dem negativen Anschluss von der Quelle ist. Jetzt müssen wir den ganzen Bauelementen natürlich noch Werte geben. Sagen hier, das sind 500 Volt, eine Gleichspannung. Dieser Ladewiderstand waren die 0,8 Megaohm. Jetzt könnte man denken, dass ein großes M auch Mega erzeugt. Dem ist aber nicht so. LTSpice kümmert sich nicht darum, ob das ein großes oder kleines M ist. Wenn man Mega Ohm haben will, muss man eine MEG hinschreiben. Also nur 0,8 MEG sind 0,8 Mega Ohm. Und hier können wir dann die 10 Mikro schreiben, das Mikro einfach als U und dann macht LTSpice automatisch ein Mikro draus. So, dann kann man eigentlich auch schon auf Simulieren klicken und das, was wir jetzt tatsächlich simulieren möchten, ist diese transiente Simulation. Wir möchten schauen, wie sich das über der Zeit transient die Signale verhalten. Und jetzt muss man natürlich sagen, wie lange möchte ich denn simulieren? Jetzt ist es ganz gut, dass wir schon mal von Hand drüber nachgedacht haben. Jetzt wissen wir nämlich, das dauert
Also eine Zeitkonstante sind 8 Sekunden und das Ganze ist eben nach 3 bis 5 Zeitkonstanten abgeschlossen. Also nehmen wir mal als Stoppzeit 40 Sekunden, das wären genau 5 von diesen Zeitkonstanten. Und sagen mal okay. Und dann simuliert er auch schon. Und jetzt kann man sich zum Beispiel hier diese Spannung an diesem Knoten, das wäre die Spannung über dem Kondensator, anschauen und stellt fest, da passiert irgendwie gar nichts, die ist konstant bei 500 Volt. Da ist kein Aufladen zu sehen. Und das muss man jetzt dem LTSpice nochmal verklickern. Bitte rechne nicht den Arbeitspunkt, der sich da für lange Zeit ergibt, schon vorher aus, sondern wir möchten wirklich diesen Einschaltvorgang von dieser Quelle halt mit berücksichtigen. Deswegen muss man jetzt hier nochmal den Simulationsbefehl ändern und sagen, der Arbeitspunkt soll nicht am Anfang berechnet werden. Diese Arbeitspunktberechnung soll übersprungen werden. Der Kondensator soll am Anfang leer sein. Ne? Der Kondensator soll am Anfang null sein. Letztendlich mit diesem UIC legen wir die Anfangsbedingung fest und die Anfangsbedingung in diesem Kondensator ist dann einfach null. So, nochmal simulieren und dann sieht das schon genauso aus, wie man das haben möchte. Eine E-Funktion für diese Spannung über dem Kondensator, die eben bei 0 anfängt und dann sieht man, bei 8 Sekunden sind wir halt bei 1 minus E hoch minus 1, E hoch minus 1, 1 durch E sind 0,37 und 1 minus 0,37 sind 0,63, deswegen sind das hier ungefähr 63% von dem Endwert. No, und nach drei Zeitkonstanten, also 3 mal 8 sind 24, hat man ungefähr 95% von dem Endwert erreicht und bei 5 Zeitkonstanten hat man ungefähr 99% von dem Endwert erreicht und dann ist der Kondensator fast vollständig aufgeladen. So, jetzt könnte man nochmal schauen, ob das mit dieser Ladestromstärke passt. Wir können uns den Strom anschauen, der hier fließt. Der wird dann in einer zweiten Achse in diesem Diagramm dargestellt. Und dann sieht man, der größte Strom, den haben wir tatsächlich am Anfang. Jetzt kann man hier noch so einen Marker drauflegen, kann ihn mal hier zum Anfang schieben. Und dann sieht man, am Anfang haben wir eben ja, 625 Mikroampere als maximalen Ladestrom. So, soweit zum Aufladen. Für das Entladen nehme ich jetzt einfach nochmal ein neues Schaltbild. Nehme jetzt eben nur den Kondensator. Den Schalter, den lassen wir weg, der ist jetzt in die andere Richtung geschlossen. Nehme nochmal einen Widerstand und verbinde das miteinander. So wie jetzt die Masche wäre beim Entladen. Brauchen natürlich auch hier einen Masseanschluss, den packe ich jetzt auch wieder so hin, dass der genau wie vorhin einfach unten ist in dieser Schaltung. So, jetzt sagen wir, die Kapazitäten sind wieder 10 Mikrofarad und der Widerstand, der Entladewiderstand sind 0,5 Ohm. Und könnten jetzt auch direkt auf Simulieren klicken und wieder die maximale Simulationszeit, die Endzeit der Simulation einstellen. Jetzt kann man wieder auf unsere vorherige Lösung gucken, sagen, das dauert hier 5 Mikrosekunden. Wenn man wieder 5 von diesen Zeitkonstanten wartet, dann wären das jetzt 25 Mikrosekunden. Das sollte ganz gut passen. Und OK klicken. Und kann sich natürlich jetzt auch hier die Spannung anschauen. So, und die bleibt jetzt erstmal verständlicherweise bei 0 Volt, weil wir haben ja jetzt hier noch gar nicht eingestellt, was mal die Quelle war oder was die Anfangsbedingung ist, auf welche Spannung dieser Kondensator ganz am Anfang aufgeladen war. Und das kann man jetzt tun, indem man hier einfach da, wo der Wert des Kondensators steht, die 10 Mikro oder 10 Mikrofarad mit der anderen Maustaste draufklickt und dahinter mal noch in Klammern, in runden Klammern hinschreibt IC. Dieses IC steht für Initial Condition, sozusagen für die Anfangsbedingung. Und dann die Spannung, auf die dieser Kondensator am Anfang aufgeladen war. 500, entsprechend 500 Volt. Also LTSpice kümmert sich ja nicht um die Einheiten. So, dann nochmal simulieren klicken. Und dann sieht das genauso aus, wie wir das jetzt erwarten. Ja, die Spannung fällt entsprechend dieser Exponentialfunktion ab. Und dann ist wieder nach 5 Zeitkonstanten dieser Entladevorgang ist abgeschlossen.
Und auch hier können wir schauen, wie groß der maximale Strom ist, der hier beim Entladen erreicht wird. Und die Kurven sind jetzt natürlich beide gleich, deswegen liegt diese blaue Kurve genau über der grünen Kurve, sodass man die grüne Kurve nicht mehr sieht. Aber der maximale Entladestrom, wenn ich hier wieder einen Marker drauf lege, man sieht es ja auch schon an diesem, an dieser Achsenskalierung hier, dann haben wir ganz am Anfang eben ungefähr diese 1000 Ampere oder 1 Kiloampere. So, damit ist jetzt diese Schaltung in den T-Spice simuliert. Und zwar ohne über diesen hässlichen Schalter nachzudenken, der die Sache wirklich sehr verkomplizieren würde. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, was für einen Zweck kann jetzt eine solche Schaltung haben. Und letztendlich benutzen wir, naja, vielleicht nicht direkt diese Schaltung, aber eine recht ähnliche Schaltung fast jeden Tag, wenn man mit einer Digitalkamera oder mit einem Smartphone Fotos macht, und zwar mit Blitz. Man kann sich vorstellen, der Entladewiderstand hinten, das ist dann die Blitzlampe. Und um einen wirklich schönen hellen Blitz hinzubekommen, braucht man einen ziemlich großen Strom, der durch diesen Widerstand durchfließt oder durch diese Lampe durchfließt. Und dieser Strom kann einfach nicht von der normalen Quelle, von dem Akku, den man in dem Handy drin hat, geliefert werden. Deswegen macht man eben einen Trick. Man nimmt einen Kondensator, lädt diesen Kondensator auf. In der Praxis wird man das dann nicht über solchen Ladewiderstand machen, sondern eher über eine andere Schaltung, weil der Wirkungsgrad, der hier beim Aufladen entsteht, ist dummerweise nur 50%. Genauso viel Energie, wie in den Kondensator reingeladen wird, geht auch in dem Ladewiderstand verloren. Also müsste man sich da was anderes ausdenken, den Kondensator zum Beispiel mit sowas wie einer Konstantstromquelle laden. Aber dann hat man die Energie in dem Kondensator drin und der Kondensator kann einen sehr hohen Strom liefern, weil er eben einen sehr geringen Innenwiderstand hat. Ja, die normale Quelle hätte eben demgegenüber einen deutlich größeren Innenwiderstand, der den Strom begrenzt. Der Kondensator hat einen sehr kleinen Widerstand und kann eben einen sehr großen Strom liefern, aber nur für kurze Zeit. Ja, man sieht, das geht ja hier sehr schnell innerhalb von Mikrosekunden, aber das reicht auch aus, um eben diesen kurzen Blitz zu erzeugen in der Blitzlichtlampe. Und für längere Zeit würde diese Blitzlichtlampe diesen hohen Strom eh nicht aushalten. Na gut, und in einem Smartphone oder in einer Fotokamera, Digitalkamera, sind die natürlich die Werte ein bisschen anders. Also da wird man eher eine Spannung von 5 Volt haben oder 10 Volt, auf die man diesen Kondensator auflädt. Und der Ladewiderstand, wie gesagt, wird auch ein bisschen kleiner sein oder man wird eine andere Schaltung benutzen. Aber so diese 0,5 Ohm für diese Blitzlichtlampe kommen sicherlich schon ungefähr hin. Und ja, das ist dann eine sehr praktische Anwendung für diese Schaltung, die wir eigentlich alle fast täglich benutzen.